Hi, Christian hier von der Aktienrunde.de. Ja, wie ihr seht, habe ich hier nochmal einen Screenshot für euch vorbereitet, in dem ich einen Trade eingegangen bin im Euro-US-Dollar. Das Ganze ist gestern Mittag passiert. Und zwar bin ich short gegangen und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mir hier diese Zone rausgepickt. Ja, da bin ich hier mit einer langen Engulfing-Kerze in der schwarzen sind wir in diese Zone rein. Dann hat sich der Kurs noch mal ein bisschen nach oben gezogen, ist noch mal in diese Zone eingetreten und wo der Kurs unten aus der Zone ausgetreten ist, bin ich meine Option eingegangen, beziehungsweise bin ich short gegangen. Ja? Mein Take Profit habe ich mir dann etwas oberhalb der zweiten markierten Zone gesetzt und mein Stop Loss habe ich ja, an diese Zone hier angelegt, beziehungsweise an die entstandene schwarze Engulfing-Kerze, mit der quasi ja, diese Zone hier begonnen hat. Ja, wie ist das Ganze geendet? Ja, folgendermaßen. Und zwar können wir hier sehen, dass der Kurs erst noch ein bisschen in meine Richtung gelaufen ist. Ja, dann hat er eine kurze Kurskorrektur vorgenommen, hat diese Zone noch mal kurzzeitig berührt bzw. leicht unterschritten und dann ging es ja mit einer Seitwärtsbewegung hier noch mal weiter und dann fiel der Kurs noch mal leicht ab. Insgesamt war die Richtung richtig, was wir prognostiziert haben bzw. wovon wir ausgegangen sind. Allerdings war es ein glücklicher Zufall gestern Abend, dass ich noch mal reingeschaut habe. Ich habe dann mich dazu entschlossen, den Stop-Loss nachzuziehen auf etwa 104.559, ja, also in etwa hier. Warum habe ich das getan? Wegen dieser heftigen Seitwärtsbewegung hier. Da war halt einfach nicht mehr genug Luft nach unten hin, beziehungsweise dachte ich, dass der Kurs eventuell, wenn es denn schlecht läuft, nochmal nach oben zieht und somit unseren Stop-Loss trifft, ja, bevor der Kurs halt in unsere Gewinnzone eingedrängt wäre. So, ja, kurze Zeit später war es dann auch so, wie ich mir es gedacht habe. Unser nachgezogener Stop-Loss wurde ausgelöst, ja. Trotzdem hat es gereicht, um noch einen Gewinn von ungefähr 150 Pips oder wie viel das jetzt genau waren, nochmal mitzuholen, also ein Geldgewinn von 8,75 €. Ja. Hier oben seht ihr noch die letzten beiden Trades, welche ich bereits analysiert habe, zusammen mit euch im Video. Und ja, wie ihr seht, kann nicht immer ein Take Profit erzielt werden. Allerdings, wenn man der Sache ja, genug Augenmerk schenkt, kann man rechtzeitig handeln, wie jetzt in diesem Fall, also Stop-Loss beiziehen und trotzdem noch einen Gewinn mitnehmen. Ja. Hätte ich das jetzt nicht getan, wäre es wahrscheinlich dann so gewesen, dass er kurz vor meinem Take-Profit nochmal abgedreht hätte und dann das Stop-Loss irgendwann hier oben im Minusbereich getroffen hätte. Ja. Daher lieber halt einen Stop-Loss nachziehen und Gewinn laufen lassen. Man hätte auch können, dann, wenn man sich sicher gewesen wäre, einen Take-Profit auch noch weiter nach unten ziehen und den Gewinn laufen lassen. Allerdings war das hier so meinem Anschein nach die sinnvollste Lösung gestern, ja. Wie gesagt, und es hat ja auch noch glücklicherweise für einen Gewinn gereicht. Und ja, ich würde sagen, das war's dann für dieses Video. Und ja, ich wollte euch halt hauptsächlich mal zeigen, dass nicht immer Gewinn gemacht wird mit einem Take Profit, sondern dass man auch Gewinn machen kann mit einem Stop Loss. Ja. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch an diesem Punkt wie immer weiterhin viel Erfolg bei eurem Handeln und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, macht's gut.